Hallihallo, liebe Leute, und willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Show Your Minecraft Chat mit eurem Chrono Staff und der Jury, die heute aus Philipp, Robin und General Grievous besteht. Das war gerade unbewusst. Ja, das ist, wenn man dann so einen Hustanfall kriegt, das kann auch nach hinten losgehen. Gut, und separatistisch bewerten wir heute den nächsten Kandidaten. Grievous kann gleich mal eins von der vier Lichtschwerter auspacken und dieses Schild entfernen. Mr. Cookie 31 mit der RMS Nameless. Warum die so namenlos ist, keine Ahnung. Vielleicht sollen wir dir noch einen Namen geben oder so. Vielleicht fällt uns ja was ein. Kannst das Weißt Schild. du, jetzt haben wir ja noch Schiff einen Namen gegeben, als wenn wir nicht genug zu Malevolence. tun hätten. Malevolence, natürlich. Ich bin ja wirklich Namen, Malevolence. Ja, ich denke mal, wir können eigentlich direkt mal draufgehen und uns das ansehen. Ja. Da wären wir dann also, die Nameless, und man braucht ja nicht nach einem Namensschild zu suchen, die ist ja Nameless. Und ja, ne. Und ja, was ich jetzt gleich Passt. mal Heute hier gefällt sagen es. muss, beziehungsweise wir zeigen es einfach mal, ich fliege mal weit genug weg, dass wir das Schiff im Profil sehen. Aber ich muss Kommt sagen, schon, wer drauf? der Tiefgang ist so tief, das könnte sogar das Schiff halten. Wenn es umfallen würde, keine Ahnung, ich weiß nicht. Ja, schwimmen tut das schon, also das ist nicht das Problem. Also ein bisschen kurz und fett, ne? Es hat auf jeden Fall die Breite, die ich bei Jomana Schiff vermisst habe, irgendwie. Ja, aber nicht die Die ist Länge. jetzt hier Max, da und steht die auch ein Länge. Name vorne. Ach ja? Ja. Und? Er muss da lesen. Oh nein. Das kann dauern. Naja. Also sollen wir uns jetzt hier einen Namen ausdenken, weil ich habe auf der anderen Seite vorhin nichts gesehen. Ja, da steht doch einer. General Asian Game, ja. Meine Güte, ich weiß nicht, was Philipp das wieder rangemacht hat. So, Können wir hier jetzt auf der Brücke heißt. starten? Gut. Gut, wir starten auf der Brücke und gucken uns das einfach mal an. Okay, herzlich willkommen, meine Damen und Herren, auf der Brücke. Was mir schon mal auffällt, die Positionslichter fehlen. Das Schiff ist ein Geisterschiff. Das Keiner Schiff weiß, braucht keine wohin es fährt. Position. Moment, Start wieder so völlig fassungslos in den Himmel. Oh, Niederschlag. Wir haben jetzt auch fast alle Räder hier gehabt, oder? Das ist Wir so haben eine einmal die Kurbel, Philipps. normalen, dann einmal die von oben, jetzt seitlich. Kleine Kurve. Also, ich finde es hier hinten ja ein bisschen einsam, ne? Also, es ist so leer hier. Hier ist ein Hebel. Ist schon wieder jemand, der nicht weiß, was in die Räume reinpacken soll. Gottes Oh, Willen. ja, Ja. von. Guten Tag, Linz. Herzlich Jetzt willkommen in der willkommen in Let's der Show Your Aufnahme. Minecraft Ship Folge. Ich weiß nicht, wie viele das ist. Nummer 19 wahrscheinlich. Nummer 19. Aha, in der Folge Nummer 13. Dünnster Mikro. Ja, wer hat keins? Na egal. Let's go. Nein, So, der hat was ist keins. auch interessant hier? First Class Entrance. Und Kinder. So, Und diese Zuschauer. Dekoration verstört mich dann doch etwas. Das alles hier verstört mich ein bisschen. Oh. Hätte man, wenn nicht, man hätte doch den Platz, man hätte man doch hier trotzdem an der Wand machen. Also, die Kuppel sieht gar nicht so schlecht aus. Aber diese Gucken wir uns Säulen, die aus. da drin hängen, die stören mich ja. Aber die, ja, diese Säulen hätten auch hier sein müssen. Die Ich glaube, Kuppel die tragen passt das wieder Gewicht sehr nicht gut zu wirklich. Michels Umhang. Wir haben noch den Deck, Heute weißt du? tragen wir den Umhang figurbetont in einem Winkel von 30 Grad. Gut. Ist hier noch oben was? Ich glaube nicht. Also das ist auf jeden Fall ein, Nö. ja, es ist ein netter Style, bis auf das, was Robin gesagt hat, hier fehlt halt ein bisschen Holzdevelung, ne? Aber gut. Wir können den Deck weiter runtergehen. Hinten ist nichts mehr. Ja, ich will trotzdem mal zeigen, Wieso? was ihr gemacht habt. Welchen Insider habe ich schon wieder verpasst, Na, du hast viele verpasst, du. dass die Konfiguration von Holz heißt? Das ist schon letzte Folge an. Ist Ja. schon oben, glaube ich, So, ja. wir steigen hier hinten ein auf der Promenade. Sohn von Holz. Achso, okay, das wissen dann auch die Und gehen Zuschauer mal oder was, ganz rüde warum durch die das Fenster durch. Konfiguration von Holz heißt. Ja, das wissen sie Max, wirklich hier nicht. hinten ist eine Tür, das weißt du, ne? Ach so. Nur da. Ja. Ja, es ist noch Wo im ist die Bau. Tür? Ich Es ist sehe, noch im ja, Bau. super. Aber wir bewerten Wo einfach ist das, es? was hier ist. Bitte Philipp und ich Werte. kommen nicht rein. Bitte Werte. Also das ist interessant. Also die Luft kommt direkt in den Raum reingezogen. Richtig Ja, schön. das ist Frischluft, Robin. Das sind alte Traditionen. Ja, Frischluft. Okay, ja, da war wahrscheinlich auch noch, das muss noch alles verkleidet werden. Da gibt noch keine Decken, Ceiling oder sowas. Was gibt's hier so? Aha. Das ist aber ein hohes Deck hier.
Sieht aus wie so ein Kirchenfenster. Hier unten ist die Kapelle drin und... Und dann geht's hier rein und bomm. Also, das ist wirklich sehr kreativ, dieses Schiff. Sehr kreativ. I want something just like this. Ah ja. Aber sehr kreativ gestaltet, also es ist... Weißt du was? Ich komm hier rein. Wir sind in der Aufnahme. Jetzt lass mich Hildegard Kneff. Weißt du was? Ich komm hier rein und werd von so einem Totenschild hier angestarrt. Also dieser Raum gefällt mir hier, aber... Also ja, das ist auf jeden Fall nett hier. Diese Goldverzierung ist schön. Ja. Ah ja, der Headdresser ist sehr groß. Er hat ein PC? In diesem Jahr. Oh, diese Zeit, du. Dieser PC ist von S.H.I.E.L.D. S.H.I.E.L.D. Professional Computer and Laptops. Crew Only. Ihre russische PC-Marke. Crew Only Way. Barbershop. Ah, das gibt's, hier gibt's nichts zu sehen. Das haben wir alles schon mal irgendwie auf der anderen Seite gesehen. Hi. Ist hier nochmal wieder ein Hairdresser oder was? Also, Mr. Cookie31. Ist halt sehr einfach zu finden. Dein Name ist mir ja noch nicht so bekannt, deswegen denke ich mal, dass du erst angefangen hast und noch nichts anderes fertig hattest. Von daher ist das hier alles in Ordnung. Wir gucken halt das an, was da ist. Oh. Post Office. Ja, okay, gut. Smoking Room. In der Mitte. Nee. Nach vorne gehen hier. Dann halt nicht. Guten Tag. Hey, was ist denn hier in der Mitte? Wie kommen wir da hin? Oh, leere Räume. Nice. Da, Robin, da kommt man noch nicht hin. Nach Ihnen, Gentlemen. Sonst sehe ich wieder nur Köpfe und Körper. Person's Office. Guten Tag. Ich mag die Kabine. Ach, ja, wenn ich in der Mitte des Schiffes sind, aber gut. Ceiling, ja. Die Tische sind sehr interessant. Also. Linz? Aber trotzdem so. Puh, also. Oh, da haben wir jetzt aber eine ganz schöne Aufstellung auf meinem Server, sehr gut. Ihr könnt froh sein, dass Kabel Deutschland kürzlich erst neue Leitungen verlegt hat. Aber es ist interessant hier, weil es ist halt so ein bisschen was von einer, keine Ahnung, von einem modernen Kreuzfahrtschiff, diese Architektur hier. Das ist dann schon sehr glasig, sehr durchsichtig alles. Ladies Room. Ja, gut. Reading and Writing Room. Ja. Ja. Ah ja, gut. Das hier gefällt mir nicht mit diesem großen Fenster, dass es jetzt durchgerissen ist, die Wand. Ich glaube, ich habe Schwierigkeiten, das Schiff zu werten. Aber später wahrscheinlich, aber... So, das ist ich glaube, du kannst es auch nicht werten, weil das Schiff noch nicht fertig ist. Richtig. Bitte werte. Bitte werte. So, bitte werte, jetzt geht's warte. Und da war auch sogar noch eine Tür vor. Oh, da hinten ist ja auch noch ein Häuschen. Crew only. Ne? Ich höre hier so etwas brennen, das gefällt mir nicht. Ja, das ist wie ein Kessel. Es ist auch mal sehr interessant, hier wird Kohle im Heck gelagert. Das? Max, wo gehst du hin? Ich hasse, wenn Max einfach irgendwo hingeht und sich nichts anschaut. Nee, auf dem Deck halt. Welchem Deck? Wir sind noch oben, Robin. Ja, Wir sind noch oben, wir gehen nicht einfach, wir stürzen uns nicht einfach da runter. Es gibt hier noch ein anderes Zeug so auf dem Deck und... Aha. Außerdem, ihr könnt ja mal woanders hingehen und ich filme hier einfach mal, bevor ihr alle durch mich durchlauft. Wenn sie in die Kabine hausvertiefen. Ja, aber dann erzählen wir was. Die gefällt mir. Die Zuschauer wissen nicht, was wir machen. Ja gut, da komme ich noch hin. Welche nimmst du? Die hier. Sieht die genauso aus wie die anderen? Ich weiß die nicht. Die sehen alle so aus. Die sehen alle so aus. Dann nehme ich die alle. Wie viele Kabinen hätten sie denn gerne? Ich nehme alle. Ich nehme alle. Ich kann mich leider nicht entscheiden, ich nehme einfach alle, dann kann ich nicht jede Nacht mal in einem schlafen. Siehst du, alle natürlich. Aus. Was zur Hölle ist das? Ist das das, was ich denke? Das sind Duschen. Ich dachte, das sind diese italienischen Toiletten, wo man in so ein Loch reinkacken muss. Max, nein. Ja, aber hier haben die Toiletten auch, also, ist es auch ein Pissoir, keine Ahnung. Das kann auch keine Duschen sein. Kann man aber ziemlich gut zugucken, wenn da gerade jemand was macht. Ja, ich möchte euch mal sehen, wenn ihr dann in Italien in der Toilette seid und da so ein Loch vor euch ist. Ja, okay. Ich weiß schon was. Okay. Ach, stell dir vor, du triffst nicht. Gib mir 112 Tage, dann mache ich das. Oh, ja.
das ist Scrowny. Ich mach dir extra ein Video, Max. Ich lade das auf YouTube hoch. The only crew. Max is in an Italian toilet. Max, das ist only for. Ich sag euch, das Video geht und ehemals sich versieht hat, das 7 Millionen Aufrufe. Mr. Cookie, warum ist das hier so gut ausgeleuchtet? Welchen Grund hast du für diese Deckenbeleuchtung? Max, weil das eine Disco ist gleichzeitig. Meine aber hier ist auch sehr gut ausgeleuchtet. In die Zwischenräume übrigens. Wie kommen wir zu diesem Buller? Vom Band. Ja. Hinten gehen die wieder runter, also. Aha. Was? Also die Autos gefallen mir, weil die Autos schön sind, bekommst du jetzt... Nee, okay. Mike, was war das? Entschuldigung. Das Card-Deck. Wir können jetzt auch wieder einen weiter runter, also, ja? Es ist ja auch wieder so faszinierend, mit welcher Priorität manche Leute ihre Schiffe bauen. Hier fehlt mal noch eine Wand, ja. Es ist fast wie so ein nicht fertiges Schiff, das zum Krieg eingezogen wurde. Oben ist alles fertig. Nein, Max. Das sind wir Kabinen. Max, das ist ein Bilderrätsel. Du musst in anderen Räumen die richtige Holztüftelung hierfür finden. Waren wir schon auf dem Deck? Nee. Ja, eigentlich nicht. Das ist so ein Hidden Mysteries Game. Ja, gut, das ist halt hier als Copy-Paste. Guck, hier sitzt gleich so ein Typ auf einmal in dem Raum und der sagt dir dann irgendwas anderes, irgendeine Story, die du machen musst. Und dann Bring das mal. Was verbirgt sich denn hier hinter? Oho. Hier wird's jetzt interessant, Max. Also, hier sind irgendwie nämlich auch die ganzen Kessel und auch die Dampfmaschine. Moment, jetzt komme ich nicht mehr mit. Wir sind doch noch lange nicht im Urlaub. Wir sind doch hinten im Arsch. Ja. Max, das ist die neue Arschfeuerung. Das können sie doch nicht machen! Vor allem, wo kommt denn diese Schiffsschraube hier raus? Wie funktioniert denn das hier? Die teilt sich vor mir, ne? Also. Ja, Robin, die hat eine zwiegespaltene Person. Leute, ich weiß, ich habe das für viel Fahne genauso gemacht. Jetzt hier raus. Das waren keine Schraubenwellen bei mir damals auf der Titania, das waren Energieleitungen. Das war damals ein ganz altes System, was ich da gemacht habe. Das ist jetzt nicht mehr aktuell, also das könnt ihr nicht mehr hernehmen. Max, das geht so. Das sind nicht die Schrauben. Das sind nicht die Schrauben, Max. Das Interessante ist, Leute, dass im Urlaub Leute schlafen, ja? Hier sind Massenschlafsäle. Es kann ja auch theoretisch sein, dass das was anderes ist. Es könnte auch ein Kraftwerk sein hier hinten. Vielleicht. Muss man mal nein, Max. Da geht doch eine Schraubenwelle lang. Max, hier, komm! Also hier ist eine Schraubenwelle, aber die macht so einen Bogen, okay. Max, das hier ist... lang. Wo hier lang? Hier lang, hinter, hier hinten. Ich bin jetzt wieder draußen. Hier ist noch eine Leiter nach unten. Ach, hier ist noch eine Leiter nach unten zu noch mehr Kessel oder was auch immer, Generatoren oder so. Also laut der Konstruktion muss das so aussehen. Leute! Schon dafür war Kohlen. So. Das deckt noch nicht. Lieber Erbauer dieses Schiffes, ihre Logik der Schraubenwelle und der Antriebssysteme ist Schmu. Also. Schmul. Schmu. Schmul Rosenzweig. Schmul Rosenzweig. Also hier ganz unten sind jetzt plötzlich Kolbendampfmaschinen. Also nicht, dass das scheiße aussieht. Das sieht schon aus, als wären hier das hier Maschinen, aber sogar Kessel. Macht keinen Sinn. Wie das aufgebaut ist. Weil ich verstehe nicht, mit welcher Priorität du die Räume einrichtest. Es ist einfach kreuz und quer hier eingerichtet. Es fehlt überall noch was. Völlig planlos. Ich glaube, der hat immer so Gedankenblitze gehabt und hat danach dann die Räume eingerichtet. Um Gottes Willen, machen Sie das nicht. Ah, das ist die längste Skriptwortige, die ich finde. Vorne bis hinten. Leute, ihr müsst mal so einen Kohlebunker hier mal nach unten gehen. Robin, hier hinten. Max, geh mal bitte so einen Kohlebunker hier runter. Geil. Herzlich willkommen im Kohlebunk. Was? In den Kohlebunker. Willkommen im Kohlebunker, Ikea. So, ja, Kohlebunker ist tausendmal ordentlicher als mein Zimmer. Vor allem, wenn du da oben Maschinen hast im Arsch, was hast du denn? Das sind wieder Dampfmaschinen, ne? Wahrscheinlich sind da oben Hilfsmaschinen oder so. Die machen dabei keinen Sinn, da sind auch noch Kessel. Was machen die da? Ja, Strom vielleicht. Ja, was machen die da? Diese Maschinen. Aha. Dann sind hinten auch noch. Ja, ja, aber so die Schrauben in dieser Maschine machen auch keinen Sinn. Also die Maschinen an sich passen schon, aber.
Wieso so, die Schrauben gehen gerade nach hinten? Ich hätte mehr Säulen. Obwohl, nee. Oh, du Scheiße. Ich bin noch lange nicht da unten. Will die Konstruktion mal nach außen flippen. Ich möchte das halt Aktion erleben. Säulen. Warte. Oh, Kisten. Was macht Max denn? Aber ich hätte lieber Säulen und nicht Kisten. Max, hier ist etwas, was dich freuen wird. Hier nämlich ganz hinten im Heck ist nämlich diese Maschine mit den Schalter, mit dem Hebel und dem Redstone-Verstärker. Also dieses Dings, wo du den Hebel umlegst. Ich habe übrigens das Switchboard gefunden. Das erreicht man nur über den Bug. Also quasi ganz vorne ist so eine Treppe nach unten und da kommt man zum Switchboard im Bug. Robin, diese Schraubenfälle hier, ne? Also Leute, lacht ihn nicht aus. Oh, Gottes Willen. Max, komm ja, Linz, guck dir das doch mal an. Das gibt ja, ich habe mir das angeguckt. Das macht keinen Sinn, aber ich meine, ja. Oh, habe ich das mal so gebaut? Wir alle haben das mal so gebaut, außer ich. Ich habe das tatsächlich nie so gebaut. Ja, aber nicht. Ey, ich habe das auch nie so gebaut, Cent, ja. Okay. Wo es einige Schiffe gibt, wo man sich das angucken kann. Schraubenwellen, Bambam, immer. Das macht mich nicht aus, wird's aber nur lustig. Nichts damit zu tun. Also ich vorstelle, dass eine Schraube in echt funktioniert. Schraubenwellen gerade gebaut werden. Du machst in deinen Maschinenräumen wirklich die Nacht zum Tag. Also, du musst nicht so extrem ausleuchten. Das ist hier in der Regel etwas dunkler. Auch in Glowstone ist es nicht das anders sein, Max. Das ist ein. Was? Prestige-Objekt, diese Ausleuchtung. Ja, Max, das sind die Schiffsschrauben. Komm mal weiter hier durch. Guck dir das hier mal an. Was? ja. Das ist die Raupe Nimmersatt und die fliegt immer weiter durch. Die Raupe Nimmersatt. Die fliegt hier immer weiter durch. Bis er irgendwann mal wo raus. Ich kann mir das so schön vorstellen, wie das hier so rumleiert die ganze Zeit. Nee, so ausschlägt die ganze Zeit. Wum, wum, wum. Ja. Ja, also. Na gut, das haben die Jungs vorhin dazu gebaut. Ja, na, müssen wir uns noch was angucken oder können wir zurück ins Studio gehen? Mir gar nichts dazu gebaut. Okay, also können wir zurückgehen? Wir haben gar nichts dazu gebaut. Ich denke mal ja. So, da wären wir wieder und wir gehen gleich über zur Bewertung. Wer möchte anfangen? Robin. Ja, gut. ich finde das Schiff interessant. Also die Maschinen, die Kessel, es gab schon Kessel im Maschinenraum und Maschinen im Maschinenraum, aber die zusätzlichen Kessel und Maschinen hinten im Heck, die habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Das Schiff war halt sehr leer, ne, weil es noch nicht fertig war, komplett nicht. Also es gab schon ein paar Orte und diese wenigen Orte, die haben mir eigentlich recht gefallen, vor allem diese Kabinen, wo ich meinte, die nehmen. Die fand ich ganz nett, ja, doch. Und hätte sie einfach mehr Zeit genommen, ja? Also, das hätte mehr Zeit nehmen und dann wird das was draus. Nur die Schiffsschrauben, da muss ich, ja, das wird nicht funktionieren, nur das, nee, überhaupt nicht. Aber ja. Okay, danke, dann G-Star. Also, ja, ich fand's auch, die Kabinen waren sehr nett. Der Rest ja war etwas sehr leer. Also, die Hilfsmaschinen fand ich sehr interessant. Bitte schreibt nochmal, was es wirklich sind. Denn ich glaube nicht, dass es wirklich. Ich weiß es nicht. Und warum haben sie dann die Hilfsmaschinen auch noch wieder extra Kessel? Das verstehe ich auch nicht. Aber na gut. Die auch noch im Heck liegen und keine Ablüftung haben und die armen Arbeiter. Kabinen hin oder her, euch muss klar sein, dass ihr verloren habt, ne? Ah, nee, Spaß. Aber das war gemein. Nein, das war auch nur ein Spaß. Das war echt gemein. Gut, und dann Philipp? Heute haben wir leider kein Foto für dich. Nein. Ich habe das Schiff nicht durchschaut. Ich weiß es nicht. Also, da waren schöne Ansätze in einigen Räumen dabei, so vom Design her, aber so diese Logik des Schiffes, die ist mir noch nicht ganz klar. Also,
Also, nur nochmal dazu, das war gerade eben von mir ein Zitat aus Star Wars. Ja, das war nicht ernst gemeint, nur weil hier sitze ich ja gerade als Grievous. Max hat's verstanden. Ich weiß nicht, ob es da noch andere verstehen. Aber dein Schiff war nicht schlecht. Lister, ja? Ich rede gerade. Ja, du hast da eine Pause gemacht, da dachte ich, da mische ich mich kurz mal ein. Lister, ich rede gerade. Okay. Ich bin fertig. Okay, ja, also erstmal, was ich ja auch zu kritisieren habe, völlig chaotische Arbeitsplanung. Also, du kriegst überhaupt keinen Überblick, was ist jetzt fertig und was nicht, und dann sind da plötzlich Hohlräume. Ein Schiff baut man normalerweise Deck by Deck. Man fängt oben oder unten an, baut sich dann immer weiter nach oben oder unten, je nachdem, wo man angefangen hat. Aber so, also, das ist zu chaotisch und auch zu kurz irgendwie, hatte ich jetzt das Gefühl. Also für die Länge wieder zu breit oder auch zu hoch. Ich glaube, ich muss echt mal ein Video machen mit den richtigen Schiffsproportionen, weil das ist, denke ich schon, dass es auch von außen was her macht, ist ja wichtig. Und ja, der erste Eindruck ist wichtig. Und von daher... Rede noch mal ein bisschen... Mal eine kurze Frage. Bist du LOLmeiner? Okay. Hä? LOLmeiner wird es verstehen oder auch nicht, falls das sehen sollte. Schon mal LOLmeiner, aber... Weiter. Okay. Also irgendwie lauter so komische Witze gerade. Sonst, ja, ist schon einiges da, was so Gestaltung und Kreativität betrifft. Also ja. Ja. G-Star, aufhören. G-Star. Ach komm. Aufhören. So. Sag mal. Okay, und von daher kann ich jetzt auch nichts weiter hinzufügen. Ich denke, wir haben jetzt wieder alles gesagt. Hat noch jemand irgendeine Anmerkung? Tschüss. Käsekuchen ist lecker, um mal wieder ein altes Zitat einzuführen, das früher mal ein sehr weiser Mann auf diesen Kanal gebracht hat. Als abschließendes Wort für ein Video. Warum leckt es hier gerade so? Okay, na dann bis zur nächsten Folge und bis dahin, Leute.